Wir sind ja am Kamp bei Rosenburg, am Weg rund um den Umlaufberg, in einem ausgesprochen abwechslungsreichen Lebensraum. Wir machen eine Vogelstimmenwanderung, eine Vogelbeobachtungswanderung. Und die ist einfach hier so wunderbar geeignet, weil der Artenreichtum unglaublich ist. Also wir sind jetzt, ich schätze jetzt einmal, so langsam bei 50 Arten angekommen, was sehr viel ist für so einen kurzen Vormittag. Und wir haben 5 verschiedene Spechtarten gesehen und gehört. Wir haben fast ein Dutzend Halsbandschnepper schon gehört, eine recht seltene, auf abwechslungsreiche, totholzreiche Wälder angewiesene Singvogelart, die hier singt jetzt. Es sind Wasservögel da, wie die Stockenten, Gebirgsstelzen und Wasseramseln. Also wir haben hier eine wunderbare Artenvielfalt und das ist wirklich ganz toll zum Herzeigen. Also wir sind eine Gruppe von etwa 15 Leuten, die hier im Morgengrauen praktisch jetzt schauen, wie viele Vögel können wir an einem Tag sehen. Wir haben hier ein klassisches Waldvogelkonzert. Die Mönchsgrasmücke singt, der Buchfink singt, die Singdrossel im Hintergrund. Sind gerade an einem Halsbandschnepper vorbeigekommen. Ein Kuckuck ist drüber geflogen, hat nachher gesungen. Wirklich verblüffend ist die hohe Dichte vom Halsbandschnepper hier im Gebiet. Auch, dass die Spechte immer noch so gut, weil jetzt sind sie eigentlich relativ still eben. Sie müssen ihre Brut versorgen. Viele Vögel hören dann auf zum Singen oder sind nicht aktiv. Aber dadurch, dass die Dichte so groß ist, bekommt man sie trotzdem mit. Also wir haben Grauspecht, Grünspecht, Schwarzspecht, Buntspecht und Mittelspecht schon gefunden. Vielleicht sehen wir noch den Kleinspecht. Wirklich sehr, sehr hohe Dichte an Spechten eben. Besonders, was halt diese Artenvielfalt hier ausmacht, ist, dass sehr naturnahe Wälder hier bis an den Kamp herunterreichen. Also wir haben hier die Verschneidung einerseits, wir haben Waldvögel, wir haben Auwaldvögel, wir haben unten, dadurch können zum Beispiel alle 3 heimischen Laubsänger nebeneinander vorkommen. Wir haben Zilpzal, Pfittis und Waldlaubsänger hier gehört. Es kommen Haus- und Gartenrotschwanz nebeneinander vor, Gebirgsstelze und Bachstelze. Also Arten aus verschiedenen, verwandte Arten aus verschiedenen Lebensräumen. Der Lebensraum wird eben von den Grundbesitzern schon sehr extensiv bewirtschaftet. Hier wird sehr viel getan, um einen sehr natürlichen Lebensraum zu erhalten. Einerseits von der Forstwirtschaft, andererseits wird hier immer wieder sehr extensiv beweidet. Also es passiert sehr viel, um diese spezielle Situation hier auch noch durch eine extensive Nutzung aufzuwerten. Und auch die energiewirtschaftliche Nutzung ist in dem derzeitigen Zustand extensiv. Eben wir haben hier die Situation, wo man durch eine Erhöhung vom Abfluss auch den Fluss noch leicht mit wenig Mitteln noch sehr stark aufwerten könnte. Also es passiert sehr viel in diesem Landschaftsausschnitt, der sich sehr positiv auf die Biodiversität dieser Landschaft auswirkt. Und diesen Weg sollte man weitergehen. Also nicht hin zu einer, das Ganze wieder rückgängig machen und das wieder sozusagen durch den Ausbau zum Beispiel der Wasserkraft hier wieder um Jahrzehnte zurückzuwerfen, sondern diesen Weg der Aufwertung, der Extensivierung dieser Landschaft sollte man weitergehen. Und wir sehen, wie sich das hier an der Artenvielfalt niederschlägt und da ist noch sehr viel Potenzial da. Mein Name ist Gerald Dick, ich bin Biologe. Wir sind jetzt hier direkt am Kamp bei Rosenburg. Und für mich ist es besonders faszinierend, weil ich habe hier 10 Jahre lang geforscht, bevor das große Hochwasser 2002 gekommen ist, und sehe jetzt hier, wie sich die Natur wieder alles zurückgeholt hat. Und wir haben heute nur in ganz kurzer Zeit einige besonders spannende Arten gefunden, obwohl das Wetter ja nicht ganz ideal ist. Wir haben zum Beispiel allein 5 Würfelnattern gesehen, eine europaweit bedrohte und geschützte Art, oder auch zum Beispiel einige Smaragdeidechsen, die jetzt schon in das Brutkleid kommen und wunderschön gefärbt sind, die Männchen mit dem blauen Kopf. Das waren also 2 große Highlights, würde ich sagen. Im Fließgewässer selber ist derzeit relativ viel Wasser, dadurch sieht man da nicht wahnsinnig viel. Aber zum Beispiel Wasseramseln haben wir auch hier sehen können, die jetzt gerade mit der Jungenaufzucht beschäftigt sind. Ganz faszinierende Tiere, amselgroß, wie der Name ja schon nahelegt. Und die sind die einzigen Singvögel, die wirklich im Wasser tauchend sich ernähren. Also ganz faszinierende Biologie. Und der Kamp ist eines der wenigen Fließgewässer, wo man diese Arten hier relativ leicht auch noch beobachten kann.
Also diese Arten sind eigentlich, besonders die, die halt direkt am Fließgewässer gebunden sind, an rasch fließende, unverbaute Fließstrecken gebunden und fühlen sich dort eben entsprechend wohl und kommen hier in großen Beständen vor. Also wenn das Substrat des Fließgewässers total verändert wird oder ausgebaggert werden würde, dann gibt es natürlich diesen Lebensraum für diese speziell angepassten Arten, angefangen jetzt von der Nahrungsgrundlage, also von den Insektenlarven her bis über einige Fischarten und dann natürlich auch Vogelarten nicht mehr. Es gibt aber auch Säugetiere, die hier vorkommen, wie zum Beispiel der Fischotter, der fallweise hier auch durchkommt, der würde dann faktisch Lebensraum auch verlieren. Norbert Griebel, ich bin Botaniker und Gärtner und wir haben heute die Pflanzen kartiert. Wir haben heute in 4 Stunden ungefähr 350 Arten gefunden. Das zeigt eigentlich von einer sehr starken Biodiversität, also das heißt ein sehr artenreiches Gebiet, sowohl was die Feuchtarten wie auch die Trockenarten betrifft. Was das Besondere heute war, waren eigentlich diese annuellen Fluren über Silikatgebiet, was schon selten ist, das heißt, das sind ursprüngliche magere Standorte, wo einjährige Pflanzen stark sich ausbreiten können. Ja, spektakulär vielleicht nicht unbedingt, weil es doch relativ unscheinbare Pflanzen sind, aber die durch die Eutrophierung der Landschaft, das heißt durch den Nährstoffeintrag in der Landschaft, immer seltener werden. Und hier am Umlaufberg beispielsweise gibt es eben noch diese Fluren, diese nährstoffarmen Fluren, wo eben Arten wie der Zweifelmohn oder Dilenius Ehrenpreis in großen Beständen vorkommen. Und das ist eigentlich in Österreich schon sehr selten der Fall. Ja, ist ein besonderer Hotspot, weil eben diese Silikatfluren auf nährstoffarmen Boden selten sind und hier findet man auch diese gesamte Artenzusammensetzung noch. Mir Platz. Besonders gefallen hat die Amstelraute, der Lictrum aquilegifolium, weil sie gerade in Vollblüte ist, sehr schön. Die Lenius Ehrenpreis ist eine ausgesprochene Seltenheit, kennen wir aus dem Burgenland noch, aber da wird es, was Gott will, besonders erwähnt, dass das hier in zu Hunderten oder Tausenden vorkommt, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Aber auf den flussbegleitenden Heißlenden sind etliche Arten wie Veronica prostrata gewesen und Sekten gewesen und verschiedenste Gräserarten gewesen, die, wenn das aufgestaut werden würde, verschwinden würden. Mhm.